Ja, servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Heute soll es um Gazprom vordergründig gehen, wie versprochen. Das heißt, wir werden uns einmal den Erdölchart angucken, wir werden uns den Erdgaschart angucken. Wir werden uns natürlich aber auch damit beschäftigen, mit BP, Royal Dutch Shell und Exxon und die Auswirkungen des Urteils, was in Den Haag gefallen ist, das sogenannte Shell-Urteil. Darauf werde ich auch eingehen, weil das natürlich Auswirkungen hat für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ja, was hier gerade beschlossen worden ist vor gut, ja, einer Woche. Okay, fangen wir also an. Ich gehe einmal rüber zum Chart und dort fangen wir bei BP an. Also, wenn ihr euch hier den Chart anguckt von BP, habe ich euch zwei blaue Linien eingezeichnet. Ja, einmal den 4. August 2020. Und einmal hier den 25. Mai 2021. BP hat am 4. August 2020 erklärt, ja, dass sie jetzt kein Ölunternehmen mehr sind, sondern dass sie ab sofort ein integriertes Energieunternehmen sind. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen, weil sie wollen kein Erdölproduzent mehr sein, weil das nicht mehr ganz so opportun ist in der heutigen Zeit. Okay, Ihre Entscheidung dürfen Sie gerne machen. Wenn Sie dem Mainstream folgen wollen, ist das okay. Sie haben auch erklärt, bis 2050 kein CO2 mehr zu produzieren. Was das bedeutet, sollte eigentlich jedem von uns klar sein. Sie dürften dann normalerweise gar kein Erdöl produzieren. Und mit dem Urteil, das ist der zweite blaue Strich, ich habe euch hier das mal von der Frankfurter Allgemeine genommen. Der Erdölkonzern ist zu Recht in der Pflicht. Also es ist ein Kommentar. Das ist die Ansicht von dem Markus Jung, aber spiegelt sicherlich die Interessen von der FAZ wider. Die freuen natürlich, dass in Den Haag die Richter in Den Haag verpflichtet haben, jetzt 45% bis 2030 bereits abzusenken. Das heißt, wenn ihr euch das einmal klar durchdenkt, Sie müssen jetzt noch schneller den Wandel schaffen. Wie schafft man das? In der Form, indem man einfach kein Erdöl produziert und schon gar nicht überhaupt noch in die Erschließung und das Finden neuer Bohrlöcher investiert. Das heißt, wir haben hier zwangsläufig, was dann in den nächsten Jahren drauf zukommt. Das ist jetzt nicht nur BP und Shell, sondern natürlich auch die ganzen anderen Konzerne, aber gerade die Konzerne in Europa, ja, weil die Amerikaner halten sich nicht ganz so dran. Aber gerade die Konzerne in Europa, und das ist Royal Dutch Shell und BP, werden jetzt, auch wenn sie jetzt da nochmal Berufungen einlegen, war ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil genauso ein hanebüchenes Urteil, wo man gesagt hat, der Klimaschutz in Deutschland geht nicht weit genug. Also Klima ist immer das Durchschnittstemperatur der letzten 30 Jahre. Und Sie wissen schon, dass das in 2030 das Klima, also jetzt fehlen jetzt 9 Temperaturjahre, um das Klima von 2030 zu bestimmen. Aber Sie wissen schon, dass das, was jetzt gemacht wird, zu wenig ist. Ja, hatte ich ja schon mal in einem anderen Beitrag gesagt, ja, mit den ganzen Rettungspaketen, da konnten Sie nie in die Zukunft schauen, mit den ganzen, mit dem aktuellen Green New Deal. Ja, man kann nicht in die Zukunft schauen, dass das alles auf deutschen Steuerzahler haften bleibt, ja, und dass dann die Renten sowieso ad absurdum, also das Rentensystem in Deutschland zumindest ad absurdum geführt ist. Das konnten Sie alles nicht erahnen. Ja, das war ja Zukunftsmusik. Aber das Klima, das kennen Sie. Ja, das heißt, wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Wir haben jetzt in Holland, also Niederlande, in Den Haag das Urteil. Und das führt zu einer Angebotsverknappung, zumindest in Europa. Das hat natürlich Auswirkungen auf USA, aber natürlich auch auf Russland. Die haben ja viel Erdöl und Erdgas und profitieren natürlich davon, wenn jetzt hier europaseits weniger Erdöl, auch hier in Niedersachsen wird ja noch Erdöl gefördert, wissen ja die wenigsten, das ist hier ein bisschen nördlich von Hannover. Und das heißt, die werden alle nicht mehr in neue Bohrlöcher investieren. Also das Angebot geht zurück, sie werden wahrscheinlich auch Bohrlöcher schließen oder weil sie ja auf
den CO2-Wert. Jeder, der aufgepasst hat bei der Photosynthese, weiß, CO2 benötigt jede Pflanze, um überhaupt leben und existieren zu können und daraus Sauerstoff zu produzieren. Aber es ist ein ganz böses Klimagas. Genau, gut. Wer in der Schule nicht aufgepasst hat, der glaubt natürlich daran, was da draußen die Politik und die angeblichen Wissenschaftler, auch wenn das angeblich Zehntausende gewesen sind, erzählen. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ja, hat unser Rechtsprofessor im Studium immer erzählt. Merkt euch das bitte. Also, das heißt, was können Sie machen, wenn Sie auf 2019 zurückgedrängt werden, auf deren dortigen Produktionsstandard? So, entweder zumachen, nicht mehr investieren, ja, weil jedes Erdölbohrloch hat ja eine Reduzierung, ja, einer Effektivität, es kommt immer ein bisschen weniger raus. Oder Sie verkaufen Teile. Ja, das hatten wir schon ausführlich, ich verlinke euch das noch gerne mal nach oben rein, hatten wir schon ausführlich mit Saturn Oil. Die haben ja natürlich Eigenkapital eingeworben, haben Kapital bekommen von einem der reichsten US-Amerikaner, ja, Top 10, und haben aufgekauft, ja, ein Erdölfeld, haben sich damit ihre Produktion auf 7.000 Barrel mehr als verzehnfacht. Ja, guckt euch das Video gerne nochmal an. Das nächste Update zu dem Unternehmen gibt es dann entsprechend mit den nächsten Quartalszahlen, weil dann ist die Übernahme auch in den Zahlen sichtbar. Aber das ist die Alternative 3, das heißt, sie verkaufen Assets. Ja, das heißt, sie müssen in dem Bereich sich verkleinern, um die Ziele bis 2030 zu erfüllen. Das kann sehr lukrativ sein für die Aufkäufer, für die Saturn Oils und Gas der Welt. Also springen wir wieder zurück zum Chart. Auch wenn die Einleitung vielleicht ein bisschen länger ist, packe ich euch jetzt dazu WTI. Nur um das mal zu sehen. So, hier ist die Entscheidung. Ja, wir wollen kein Ölkonzern mehr sein. Und ihr seht den Ölpreis. Ja, wie der sich entwickelt hat. So, Ölpreis hat eine massive Outperformance hingelegt um 67% im Vergleich zum August 2020, währenddessen eine BP hier noch hängen geblieben ist. Man könnte jetzt meinen, okay, Underperformance wird noch aufgehoben werden. Anscheinend trennen sich aber hier Aktionäre. Ja, sonst wären sie ja schon stärker eingestiegen. So, jetzt packen wir hier euch noch Royal Dutch Shell, auch US-Dollar dazu. Die hat sich besser entwickelt, aber auch hier sehen wir eine Underperformance gegenüber dem Erdölpreis. Ja, aber doppelt so gut entwickelt wie eine BP, die ganz klar kommuniziert hat. Aber auch für Shell wird das natürlich jetzt ganz spannend werden, hier dieses Urteil, weil die betrifft es am ehesten und BP als europäischen Konzern entsprechend auch. So, und dann nehmen wir da mal zu, was hat eine Exxon in derselben Zeitperiode gemacht? So, ExxonMobil. Okay, ExxonMobil hat sich besser entwickelt, auf jeden Fall, ja, 41%, auch hier ist eine Underperformance. Doch selbst bei einer ExxonMobil, die hatten jetzt Jahressitzung gehabt, ja, Jahreshauptversammlung, und dort wurde entschieden, dass nochmal zwei ESG- und Klimabefürworter von anderen, also als Boardmitglieder, aufgenommen worden sind. Jetzt sind es schon drei Leute, die da drin sind. Das ist, ich habe es mir aufgeschrieben, Alexander Karsner, Gregory Goff und Kaiser Hietala. Ja, die sind aber eher pro Klimafraktion. Das heißt, auch dort wird jetzt der Bremsklotz angezogen. Wen interessiert das auf der Welt? Frage an dich oder an euch und euch alle. Wen interessiert es in der Welt, mit Deutschland oder Holland oder die Europäische Union oder halb, sagen wir, Westeuropa sagt, ja, wir verpflichten uns jetzt diesen Klimazielen. Ja, wir machen jetzt den Green New Deal. Was sagt der Rest der Welt dazu? Interessiert das die USA, ein Teil der USA vielleicht, aber nicht die Südstaaten da, wo Erdöl produziert wird? Ja, die sind republikanisch geführt, denen ist es egal, da gibt es auch keinen Maskenzwang und Impfpässe sind da auch verboten. Ja, also was hier die Europäische Union einführt, den beiden interessiert es vielleicht,
Okay, da kann er aber machen, was er will. Eher treten die Bundesstaaten Texas und so weiter raus aus den USA, ehe sie sich da drunter ziehen. Das Einzige, die entscheidend sind, sind die Investoren. Aber, und das ist das Interessante gerade auch für Russland. Interessiert es Russland? Interessiert das vielleicht China, die extrem viele Kohlekraftwerke in den letzten, ja, letzten 20 Jahren aufgebaut haben? Interessiert die das? Interessiert das Indien oder Iran oder Venezuela? Nein. Das heißt, das Angebot, was aus Europa zurückgeht und vielleicht von den internationalen Großkonzernen wie auch in Exxon und Chevron, die sich wahrscheinlich nicht ganz von diesem Markt, von den ESG-Richtlinien abkoppeln können, weil sie dann vielleicht von dem europäischen Kapitalmarkt nicht mehr so viel Geld bekommen. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber der Vorteil liegt natürlich dann bei den Unternehmen, die sagen, okay, wir stellen trotzdem das Angebot zur Verfügung, was die anderen vielleicht einstampfen. Weil die Nachfrage bleibt da. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja, die Weltbevölkerung steigt in den meisten Teilen der Welt, außer vielleicht in den OECD-Ländern oder in den westlichen Ländern. Und Indien will europäische Standards haben. China will europäische Standards haben. Ja, jetzt haben sie das vielleicht für 250 Millionen, erwartet aber noch mal eine Milliarde, die noch hinter Anführungsstriche hinter Mond leben. Oder Afrika oder was auch immer. Die wollen alle auf diese westlichen Standards hin, von denen wir anscheinend wieder runterkommen wollen. Und überall, wo wir sehen, dass wir auf die erneuerbaren Energie, also auf die niedrige Energieflussdichte, ja, beschäftigt euch mal mit der Energieflussdichte, auch wenn ich das hier schon ein paar Mal erwähnt habe, ja, es kommt erst Uran. Deswegen werden auch wahnsinnig viele Uranminen, Kernkraftwerke gebaut, neuerer Generation, nicht aus den 70er Jahren, ja, neuer Generation. Dann kommt Steinkohle und Braunkohle und Erdöl, ja, von der Energieflussdichte. Also nach Uran, der Sprung war schon groß, aber nach diesen, nach Braunkohle, Steinkohle und Erdöl ist schon mal lange nichts. Dann kommt Erdgas, dann kommt wieder lange nichts und dann kommt dann irgendwann mal Wind, Solar, Wasserthermie und so weiter. Ne? Das hat ja alles eine Bedeutung und war Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung. Billiger Strom. Und wo ist aktuell der teuerste Strom? Ja, in Deutschland, in Dänemark, in Belgien, in Portugal. Das sind die Top 4. Ja, innerhalb Europas und der Welt auch. Ja, mit den höchsten Strompreisen. Ist das gut für die Wirtschaft? Nee, aktuell konnten wir es noch auffangen, weil man viel Export und deutsche Qualität benötigt wird. Aber letztendlich ist das nicht in Stein gemeißelt, dass wir auch in Zukunft noch so fortschrittlich sind hier in Westeuropa. Und die Politik, die gemacht wird, zeigt ganz klar nach unten. Ja, das ist leider so, da brauchen wir uns nichts vormachen und ich sehe da auch keine Besserung in nächster Zeit. Okay, dann gehen wir einmal rüber. Wir haben hier zu Nord Stream 2, ich spiele euch das einmal vor. Что именно сегодня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается. Ja, okay. Was hat er gesagt? Ganz einfach, ich möchte Ihnen hier heute mitteilen, dass der erste Strang von Nord Stream 2 fertiggestellt worden ist. Und also vor 2,5 Stunden fertiggestellt worden ist, das war gestern. Und am zweiten Strang werden die Arbeiten fortgesetzt. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось там с одной стороны, с немецкой стороны труба подошла, с российской нужно их приподнять и сварить. Все, но прокладка сама завершена. Также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянской. Почему об этом говорю? Потому что эта станция одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на Славянскую подан. Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2». Dann hat er noch gesagt, dass die Erdölrohre nach Deutschland angeschlossen sind. Jetzt müssen sie halt unsererseits, also von Russlands Seite, mit Erdgas befüllt werden.
Und die Pumpstation Slavanskaja, das ist übrigens die mächtigste und stärkste Kompressor der Welt. Und eben hatten sie, glaube ich, auch den Chef von Gazprom eingeblendet gehabt. Und jetzt ist Gazprom auch bereit, das Erdgas dort einzufüllen. Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германии. И так же, как и Северный поток 1, будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом. Die Gasstrecke zwischen Deutschland und Russland verbindet die beiden Gassysteme, stellt die Energiesicherheit dar und sicher und das ständige Gasangebot für Europa. Und wie bereits Nord Stream 1, das den Anfang gemacht hat, wird das jetzt noch durch Nord Stream 2 und diesem ersten Strang weiter verbessert und mit dem zweiten Strang dann weiter ausgebaut. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям. Ich muss hinzufügen, das Projekt ist ökonomisch profitabel und es erfüllt die höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards. Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры. Wir sind unsererseits bereit, auch ähnliche Hightech-Projekte mit anderen europäischen und auch anderen Partnern in Zukunft durchzuführen. Wir hoffen auch auf die Logik des Vorteils, also des beidseitigen Gewinns, also Win-Win-Situation quasi, dieses Projektes und dass es ein verbindendes Element gegenüber all den Blockaden und Sanktionen und aktuellen politischen Einflüssen darstellt. Gucken uns den Erdölpreis noch mal kurz an im übergeordneten Bereich. Ihr kennt das. Ich will auch nicht näher drauf eingehen. Ja, ich habe da etliche Videos zu gemacht mit den 61,8%, bla bla bla. Ja, und dass der Erdölpreis, wir werden jetzt kurz davor sein, hier ein Hoch auszubilden. Dann kommt eine Korrektur ABC, vielleicht auch eine ABCDE, müssen wir gucken, oder WXY. Eine Korrektur kann ja alle möglichen Korrekturform annehmen. Und nach diesem Abverkauf im Bereich 50, $40 runter, kommt der nächste starke Aufwärtsbewegung, ja, weil der europäische Erdöl- und Erdgaskonzerne entsprechend nicht mehr liefern dürfen, nicht mehr wollen und dann lieber halt Wasserstoff oder erneuerbare Energien mit Offshore-Parks sich auseinander setzen. So, dann springen wir einmal rüber zu Erdgas und dann schauen wir uns auch ausführlich die Gazprom an und die Rohstoffe. Machen wir es so. Auto und klein. Hier ist der Chart für Erdgas. Ich habe hier den CFD genommen. Ist jetzt hier nicht extrem weit zurück, auf jeden Fall, was man halt sieht. Hier ist eine Formation zu Ende gegangen. Aufgrund, da ich nicht die Tiefe weiß, habe ich hier mal 0 angesetzt. Ja, es könnte sich also hierbei um eine, vielleicht eine A, B, C, schließt die oben eine A ab. Ja, dann haben wir hier eine A, B, C, D, E, schließen hier dann eine übergeordnete Welle B ab, sodass wir jetzt eine fünfwellig aufwärts gerichtete Welle C haben. Ja, und Zielbereich wäre dann wenigstens den Erdgaspreis, ja, auf die Niveau, auf das Niveau hochzudrücken vom Dezember 2005. Da waren wir schon einmal bei $15,51. Es ist unglaublich, wenn wir aktuell einen Gaspreis haben von $3. Ja. Von daher, wir müssen hier, klar, wir müssen hier noch aus diesem Trendbereich ausbrechen. Deswegen habe ich euch das eingezeichnet. Ich denke, dass wir hier oben anlaufen werden, ja, auf $4, $4,50. Dann nochmal ein Retest, wenn es gut läuft. Und dann kommt dieser Ausbruch über die nächsten Jahre hoch. Und deswegen bin ich auch so extrem bullisch für Erdöl und Erdgas. Und deswegen habe ich auch selber, ja, bei Saturn Oil bin ich befangen, auf jeden Fall.
bin ich jetzt ja auch Mitinvestor, habe die Eigenkapitalerhöhung mitgemacht. Und auch bei einer Gazprom bin ich befangen, weil eine Gazprom habe ich auch im Depot. Ich möchte die anderen Unternehmen aber dennoch nicht schlecht reden. Ich möchte euch nur zeigen, ich möchte gerne einen Trend, eine Welle zum Großteil auch mitreiten. Und da sehe ich halt sehr, sehr, sehr gute Chancen, dass zum Beispiel bei einer Gazprom oder einer Saturn Oil in den nächsten Jahren auch zu machen und davon zu profitieren. Ich habe euch hier einfach, auch das habe ich euch schon mehrmals vorgestellt, ja, auch wenn die Videos oder auch bei Trading Fuel wieder ein paar Tage her ist, hatte ich im März 2019 Gazprom schon mal vorgestellt. Ja, dann im Dezember 2020 habe ich es nochmal aktualisiert und habe das nochmal umgerechnet. Ja, kann ich nochmal drauf eingehen? Hier war der Kurs im März 2019. Wo haben wir März? Hier haben wir März 2019. Ja, war die Aktie bei 151 Rubel und hat 10,43 Rubel Dividende ausgeschüttet. Das waren 6,9% damals. Okay, habe schon reingeschrieben, Nord Stream 2 2021 fertiggestellt, Fragezeichen. Ja, okay. Dann müssen wir davon ausgehen, weil das wissen wenige, die sich da, wenn sie sich auseinandersetzen, schon. Aber der russische Staat ist ja Teilaktionär bei Gazprom. Überall, wo der Staat dran mit dran beteiligt ist, müssen 50% der Gewinne ausgeschüttet werden. Und man hat hier eine Sondersituation eingeführt, gerade für Gazprom, weil sie extrem viel investiert haben. Sie haben Pipelines nach China gebaut und sind auch noch dabei, aber größtenteils sind die auch schon angeschlossen und gehen nächstes Jahr ins Netz. TorqueStream hat man fertiggestellt. Das heißt, damit wird über die Türkei und über das Schwarze Meer wird halt der Balkan versorgt. Und das sind alles Investitionskosten. Und Nord Stream 2 war das teuerste Projekt entsprechend. Gab es auch den größten, ja, auch bisher noch, gibt es die größten Angriffe. Und dann sieht man eigentlich die Connections, die Atlantiker, ja, also die Nordatlantiker und die, also Westen- und Ostatlantik, das heißt einerseits Europa und die Amerikaner. Die haben ja die wichtigsten Personen der Politik dort in ihren, ja, in ihren Atlantiker-Pakt da reingenommen. Und jeder, der dort Mitglied ist, der schießt gegen die Nord Stream 2. Ja, klar, geostrategische Interessen, die wollen natürlich nicht die Amerikaner, dass man das Gas und das Erdöl aus Russland bezieht, sondern lieber das teurere Fracking-Gas aus den USA oder Erdöl aus anderen Ländern. Das war übrigens auch Grund für den Syrienkrieg, weil die sich geweigert haben, eine Pipeline durchzubauen, um die Araber den Zugang nach Europa zu gewähren. Ja, und deswegen ist auch der Russe da unten mit rein. Ja, und hat Assad entsprechend geschützt. Da ging es auch ums Erdöl, um die Pipeline. Ja, okay, davon abgesehen. Dann im Dezember 2020. Ja, umgerechnet, dort wurde schon einmal die Dividende erhöht. Ihr seht, um fast 50%. Ja, also das heißt, damals waren es noch 6,9%, wenn du damals mit eingestiegen bist, hast dann hier bereits 10% Dividende auf dein Erstinvest gehabt. 10% Dividende. So, und dann hatte ich im Dezember auch nochmal das umgerechnet, wenn du jetzt einsteigen würdest, also damals, jetzt war halt Dezember 2020, da wird dann wahrscheinlich die letzte Videoanalyse gewesen sein zu Gazprom. Da stand der Kurs bei 192. Ja, da waren die 15 Rubel 24 immer noch 7,9%. Ihr seht, wo wir jetzt stehen, wir stehen wieder noch deutlich höher und wir sind jetzt hier auch am charttechnischen Ausbruch über dieser Linie, ja, auf dieser Widerstandslinie. Da sind wir jetzt in diesem Monat entsprechend ausgebrochen. Und was ihr hier seht, ist das Wyckoff-Schema und das sagt halt dann Minimum Hochlauf bis hier 369, ja, 369 Rubel. Ich mache es in Rubel, weil das die Heimatwährung ist, ja. Es sieht ähnlich aus im Euro-Raum, aber ich bin gerne an der Heimatbörse, weil da der meiste Umsatz stattfindet. Also wenn du jetzt einsteigst,
hast du Minimumpotenzial von 35%. Das ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, das ist meine Ansicht. Das muss jedem klar sein. Ja, ihr seid für euer Handeln selber verantwortlich, ist nicht mein Problem. Ich möchte euch nur aufzeigen und meine Gedankengänge mitteilen. Okay, das heißt, hier hoch wäre Minimumziel, ein erstes Ziel zwischen 369 und 386. Da aber Erdöl und Erdgas in den nächsten Jahren deutlich steigen werden, gehe ich davon aus, dass die Aktie noch viel weiter läuft. Und macht euch das bewusst, Nord Stream 2, auch der zweite Strang, wird dieses Jahr fertiggestellt werden. Egal, ob Deutschland das Gas abnimmt oder nicht. Also eigentlich haben sie keine Wahl. Ja, weil wer Atomkraftwerke, Kohleausstieg machen will, du baust nicht ein anderes Kraftwerk, ja, oder ein Blockheizkraftwerk oder ähnliches. Das baust du nicht von heute auf morgen. Allein das Genehmigungsverfahren in Deutschland, hör mich auf. Also das wäre ja schon optimistisch, wenn das innerhalb von 5 Jahren überhaupt genehmigt und durchlaufen ist. Weil dann kommen ja wieder dieselben grünen Fraktionen auf, wenn sie da irgendwo ein Blockheizkraftwerk, ein größeres hinsetzen wollen. Oder Geothermie. Ach, das geht ja wieder ans Grundwasser. Und hier war noch ein Vögelchen oder eine Spinne oder ein weiß der Geier was. Das sind ja dann dieselben, die das dann wieder verhindern. Oder die Windkraftanlagen. Ja, wer will das Ding denn in Kilometer nämlich haben, wenn du die Rotorplatte hast? Aber gut, lassen wir uns überraschen. Eigentlich wissen wir, wie der Ausgang ist. Du kommst nicht drumherum an Erdgas, weil das ist dann der einzige Träger, wenn du Kohle und Uran abgeschaltet hast, zumindest in Deutschland, wenn du nicht diese Inkonsequenz bist und dann aus Polen den Kohlestrom holst oder aus Tschechien und Frankreich den Atomstrom aus den 50 Jahre alten Atommeilern, ja, wo jedes deutsche Atomkraftwerk sicherer gewesen ist. Also das ist dann Realpolitik. Darauf können wir uns vorbereiten, darauf habe ich mich vorbereitet und auch meine Kunden. Gazprom ist ein ordentlicher Anteil. Der wird jetzt auch noch weiter ausgebaut werden, das kann ich auch sagen, dass man dann 5% des Depots in Gazprom auf jeden Fall drin hat, weil es sind zuverlässiger Dividendenzahler, auch wenn es immer mal wieder Schwankungen kommen, geopolitische Einflüsse. Wichtig ist, die ganzen Kostenfaktoren sind jetzt weg. Ja, also ein Großteil der Kostenfaktoren mit dem chinesischen Pipeline, mit TalkStream und mit Nord Stream sind durch. Ja, das heißt, ab nächsten Jahr können Sie die Dividende hochziehen. Und dann verdoppelt sich die Dividende von 25 auf 50% und aktuell wäre es eine Dividendenrendite von 4,58%. Verdoppelt ist dann immer noch 9,16. Ja, was Gutes. 9,16% per anno. Hallo? Das eigentlich mit Ansage, meines Erachtens mit Ansage, ja, deswegen habe ich mich ja auch positioniert, kaum verschuldet oder gar nicht mehr verschuldet im Vergleich zu anderen Konzernen. Ich finde das geil. Na, also, dann haben sie noch ein riesiges Helium-Projekt. Das müsste meines Erachtens müsste das Helium-Projekt nächstes Jahr fertigstellen. Helium ist ein wichtiges Mittel für MRT brauchst du für die Wiegekassen, also fast all die Lidl und so weiter alles haben. Ne? Da ist überall was drin. Dann für die Raum- und Luftfahrt brauchst du es, Helium. Ohne Helium funktioniert das nicht. Es gibt wenig Heliumquellen. Helium ist ein Spurenelement, kannst du auch nicht ewig speichern. Kannst du nur auf dem natürlichen unterirdisch speichern, aus jedem menschengemachten Gefäß entfleuchtest. Das heißt, es kommt zwar oft vor, aber du kannst es halt nicht halten, ja, weil die Heliumteilchen sind halt zu klein. Damit werden die auch nochmal Geld verdienen ab nächsten Jahr, aber das ist dann halt nur ein Beiwerk, wobei sie damit sicherlich nochmal ordentlich Gewinne kassieren. Also das ist meine Einschätzung zu Gazprom. Von der Charttechnik, von der Fundamentaltechnik braucht man nicht drüber sprechen. Ich gehe auch davon aus, dass durch das Sonnenminimum, was ja immer noch anhält, eine Erdabkühlung weiter stattfindet, was wir die letzten 10 Jahre eigentlich schon sehen. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Ich hatte es auch schon mal gesagt, mit Erdbeben nehmen in dieser Phase zu und Vulkanausbrüche nehmen in dieser Phase zu. Und wenn es da jetzt zum größeren Vulkanausbruch käme, hättest du automatisch eine natürliche Verdunklung neben diesen ganzen künstlichen Verdunklungsprojekten. Also
Geoengineering, was ja eigentlich schon seit 50 Jahren hier läuft und was jeder, der den Himmel mal beobachtet, eigentlich auch schon die letzten Jahre, wenn man überhaupt die Augen noch aufmacht und nach oben gucken kann, eigentlich sehen kann, wer sich damit beschäftigt. Ja, Chemtrails ist Verschwörungstheorie, googelt nach Geoengineering, das ist okay. Ja, das wird dann auch wissenschaftlich und medial bestätigt. Also Chemtrails böse, Geoengineering ist gut, ist beides dasselbe. Nur das eine ist Verschwörungstheorie, das andere ist Praxis. Okay, gut, das zu Gazprom. Nächstes Mal zu Erdöl werde ich dann sicherlich, wenn von Saturn die Quartal 2 fertig ist, etwas sagen, aber zumindest meine Einschätzung, ihr müsst immer euren Verstand dabei haben, Erdöl ist nicht ersetzbar in den nächsten 10, 15 oder auch 20 Jahren. Funktioniert nicht. Ja, klar, es wird teilweise mit Uran ersetzt. Gut, da sind wir ja auch positioniert. Ihr kennt das letzte Video. Da müssen wir jetzt mal aufpassen bei Uran, ob man da nicht vielleicht gegebenenfalls auch schon mal ein, zwei Gewinne mitnimmt, denn nach so einer starken impulsiven Bewegung kann es immer auch mal wieder zu Kursrücksetzern kommen, die man dann so als Nachkaufgelegenheit nutzen sollte. Ja, nutzen kann. Ne? Ihr entscheidet immer für euch. So, das relativ ausführlich. Daumen hoch, Abo dalassen, Fragen, Kommentare, packt es bitte unten drunter. Wie seht ihr das denn eigentlich? Ja, wie schätzt ihr denn den Klimawandel ein? Ja, könnte er von dem Geoengineering gemacht worden sein? Liegt es an den Sonnenwinden? Haben die Klimaforscher, also die aktuell gern zitierten, haben die vielleicht doch recht? Ja, gibt es tatsächlich die Erwärmung oder wie seht ihr das? Lasst uns auch mal darüber diskutieren. Schreibt es unten drunter, bleibt aber bitte sachlich. Ja. Gut, dann melde ich mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Brode hier aus Hannover.